So befreist du dich von einem Narzissten. Auch nach der Trennung wird eine sehr stark narzisstische Person in deinen Gedanken weiterhin bleiben und eine gewisse Kontrolle über dich ausüben. Wenn diese Person dich anruft, dann hast du das Gefühl, direkt aufzuspringen, alles stehen und liegen zu lassen und ans Telefon zu gehen. Du wirst immer noch weiterhin Angst vor dieser Person haben. Du wirst immer noch das Gefühl haben, dass diese Person nachträglich versucht, dich zu kontrollieren. Wie kannst du jetzt also dafür sorgen, dass du dich wirklich befreist und auch am Ende der Beziehung, wenn du das Gefühl hast, ich möchte hier eigentlich raus, aber ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll, kannst du das Folgende tun. Ehrlich auch bei anderen Menschen darüber zu sprechen, wie du dich fühlst und was diese Person dir alles antut. Einmal ehrlich auszusprechen bei anderen Menschen, wie diese Person nicht dieser Engel ist, den er oder sie versucht zu spielen, sondern dass diese Person tatsächlich wirklich mehr der Teufel ist. Denn sie können nach außen hin die perfekteste Person spielen. Das nahe Umfeld, also du, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, weiß dann aber, wie diese Person eigentlich tickt. Narzissten haben ein Talent dafür, dir Druck zu machen, dass du zum Teil für diese Person lügst, dass diese Person vielleicht sogar gewalttätig wird gegen dich. Du aber lügst dann für diese Person. Du weißt gar nicht genau, warum du das machst. Du hast einfach nur das Gefühl, ich muss das machen. Andere Menschen dürfen nicht wissen, wie diese Person, wie bösartig diese Person eigentlich ist. Denn das könnte der Narzisst, die Narzisstin, nicht verkraften. Dann würde ich ja das Leben dieser Person zerstören. Wenn alle anderen Menschen da draußen eigentlich wüssten, wie zerstörerisch sie tatsächlich sind und dass alles eine Lüge ist, dass ihr Charme, dass dieser Charakter, den sie aufgebaut haben bei oberflächlichen Freunden, dass das alles ein komplettes Lügenkonstrukt ist. Wenn sie auffliegen würden, dann wäre ich dafür verantwortlich, dass diese Person Freunde verliert, einen stabilen Umkreis verliert, vielleicht psychisch auch, emotional eine gewisse Stabilität verliert. Das vermitteln dir solche Menschen. Wenn andere Menschen einmal nur wüssten, dann ist mein Leben des Narzissten vorbei. Eine Frage möchte ich dir hier stellen. Wessen Schuld wäre es denn wirklich, wenn andere Menschen einmal erfahren, wie sie eigentlich sind? Ist es deine Schuld, dass du einfach nur ehrlich bist? Oder ist es seine oder ihre Schuld, dass sie tatsächlich bösartig sind? Lass dir diesen Gedanken einmal durch den Kopf gehen. Wenn sie nicht wollen würden, dass andere Menschen tatsächlich erfahren zum ersten Mal, dass alles eine Lüge ist, dass es so ein unglaublich komplexes Lügenkonstrukt gibt, dann könnten sie sich einfach gut dir gegenüber verhalten. Sie könnten tatsächlich gute Menschen sein. Sie erwarten von anderen Menschen, als eine gute Person wahrgenommen zu werden, wollen aber nicht eigentlich eine gute Person sein. Das heißt, sie erwarten von anderen Menschen, als etwas gesehen zu werden, was sie eigentlich nicht sind, und machen das, indem sie lügen, indem sie den anderen Menschen da draußen, dem äußeren Umfeld, ein Spiel vorspielen. Sie spielen einen Charakter. Sie sind so wie Leonardo DiCaprio und spielen gerade Jack in Titanic. Sie spielen eine Person, die perfekt ist. Leonardo DiCaprio, ich weiß nicht, wie er ist in privat. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel, ein Schauspieler, den jeder kennt. Keine Ahnung, ob er so ist, Leonardo DiCaprio. Du wirst das Video sowieso nie anschauen, aber das ist kein Angriff auf Leonardo DiCaprio. Ich persönlich finde, dass er eigentlich ein wirklich unglaublich guter Schauspieler ist. Aber zurück zum Thema. Sie sind wirklich ein Schauspieler. Sie wissen theoretisch, wie man sich verhalten müsste, um eine ehrliche, gute Beziehung aufzubauen. Denn nach außen hin verhalten sie sich ja auch so, dass andere Menschen sie mögen. Wenn man zum ersten Mal auf sie trifft, in der Phase des Lovebombings, dann machen sie ja ganz bewusst bestimmte Sachen. Sie geben dir Komplimente, sie unterstützen dich in der Person, die du bist. Das heißt, sie wissen eigentlich, wie sie sich zu verhalten haben, dass man Vertrauen aufbaut, dass man eine emotionale Bindung aufbaut. Das Problem ist da, dass wenn diese emotionale Bindung einmal hergestellt ist und sie das erkennen, dann werden sie ihr wahres Gesicht zeigen und all das Positive wird wegfallen und ersetzt werden mit Erniedrigungen, mit Demütigungen und all diese Sachen, die dich dann belasten während der Beziehung und auch nach der Beziehung. Es ist kein Geheimnis, dass narzisstische Menschen schlecht mit Verantwortung umgehen, also wirklich katastrophal mit Verantwortung umgehen, und auch in diesem Fall überlagern sie die Verantwortung dafür, dass sie schlechte Menschen sind, auf dich. Du hast leise zu sein. Du darfst nicht erzählen bei anderen Menschen, bei Freunden, wie gemein und böse sie sind.
Sie machen schreckliche Sachen. Ein narzisstischer Missbrauch ist nicht zu unterschätzen und kann eine posttraumatische Belastungsstörung auslösen. Man sieht zwar nicht, dass der Arm gebrochen ist, aber deine Psyche ist belastet. Sie zerstören deine Persönlichkeit. Sie reißen deinen Selbstwert auseinander und danach ist es dann deine Aufgabe, diesen Selbstwert irgendwie wieder zusammenzuflicken. Herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Was sind meine Stärken? Ich weiß es gar nicht mehr. Nach einem solchen emotionalen Missbrauch weiß man tatsächlich nicht mehr, wer man ist. Man hat den Bezug nicht nur zur Realität verloren, sondern auch zu sich selbst verloren. Den Bezug zur Realität verliert man, weil diese Menschen in ihrer eigenen Realität leben. Und sie bestehen so sehr darauf, dass ihre Realität die wahre Realität ist. Das ist aber nicht so. Sie stehen so sehr zu ihren Lügen. Und da sieht man auch, wie emotional instabil diese Menschen eigentlich sind. Sie sind so instabil, dass sie die Realität nicht verkraften könnten. Das merkt man zum Beispiel daran, wenn das Leben einmal wirklich ernst wird, wenn es real wird, wenn es zum Beispiel einen Unfall gab, wenn es einen Verlust gab und man eigentlich dann trauert, bei der Beerdigung zum Beispiel. Genau in diesen Momenten werden Narzissten sich zurückziehen und ein eiskalt fallen lassen. Sie stellen sich immer da, als ob sie starke Menschen sind. Ich bin immer für dich da. Wir sind ein Team. Und in den Momenten, wo sie es dann eigentlich beweisen könnten, dass sie diese Worte wirklich ernst meinen, dann merkt man, dass diese Worte nur dahergeredet sind und nichts dahinter steckt. Kein kleiner Kern. Es ist eine komplette Lüge. Diese Menschen wollen hochachtungsvoll respektiert werden, als ob sie wirklich unglaublich starke Menschen sind. Sie sind emotional schwach. Narzisstische Menschen sind emotional sehr schwache Menschen. Sie ziehen sich sofort zurück, sobald Verantwortung an der Tür klopft, sobald sie dann eigentlich für dich da sein müssten oder da sein dürften. So kann man das auch formulieren. Ich darf jetzt für meinen Partner da sein. Ich darf für meine Kinder da sein und ihnen beweisen, wie sehr ich sie eigentlich liebe. Ich kann ihnen jetzt beweisen, dass das, was ich immer sage, dass hinter meinen Worten tatsächlich Emotionen stecken, aber Narzissten kennen keine ehrlichen Emotionen. Sie werden dann diese Situation nutzen, aus Versehen, um dir zu zeigen, dass du ihnen eigentlich nichts bedeutest. Und wenn diese schwierige Situation einmal vorbei ist, dann werden sie zurückkommen und dann mit dem Finger auf dich zeigen und dir Vorwürfe machen und sagen, mit dir stimmt irgendetwas nicht. Ich musste das machen, weil, und dann bitte einmal einfügen, irgendeine blöde Ausrede. Es kann alles sein. Es ist egal, was diese Ausrede ist, egal wie blöd, egal wie lächerlich, egal wie kleinlich, egal wie wenig Sinn sie macht, egal wie einfach es ist, dahinter zu schauen, dass es nur eine blöde Ausrede ist, das ist egal. Sie stehen dazu, es ist deine Schuld, dass sie emotional schwach sein mussten und einfach nur weggehen mussten. Und du stellst dich jetzt einfach nur an und du bist anstrengend. In Situationen, wo es ganz offensichtlich ist, dass du dich nicht anstellst. Zum Beispiel, wenn du wirklich körperliche Beschwerden hast. Du könntest im Rollstuhl sitzen und sie werden dir sagen, ich kann dir nicht helfen. Du stellst dich nur an, mach das ohne mich. Und wenn du dann daraufhin sagst, so stelle ich mir keine Partnerschaft vor, werden sie dir vorschreiben, du hast zu bleiben, wir werden zusammenbleiben. Ich gebe doch immer mein Bestes. Ich habe dir so sehr geholfen. Und in dem Moment glaubst du das sogar, weil sie psychisch einen Terror machen und sie haben dich emotional und psychisch im Griff. Und wenn man dann einmal aus dieser Beziehung draußen ist, erst dann fällt einem auf, wie verdreht alles war, dass sie nichts für einen getan haben und dass man selbst seine eigene Persönlichkeit aufgegeben hat in dem Prozess, dass man versucht, ihm zu zeigen, dass man ihn liebt und dass man eigentlich eine Beziehung aufbauen möchte. Und man verliert seine eigene Persönlichkeit, seinen Selbstwert. Man hilft dieser Person immer mehr und man versucht, dieser Person immer mehr zu beweisen, dass man sie eigentlich liebt. Denn solche Personen, Narzissten, werden dir vorwerfen, du liebst mich ja gar nicht, beweise das jetzt. Und du läufst diesen Menschen immer hinterher. Aber stell dir dann diese eine Frage, was tun sie denn für dich? Lieben sie dich zurück mit ihren Handlungen her? Gibt es ein Gleichgewicht? Seid ihr auf Augenhöhe? Die Sachen, die du für diese Person tust, kommt da auch etwas zurück oder kommen da nur Entwürdigungen zurück? Und die Aufforderung, das reicht nicht. Narzissten sind unglaublich undankbare Menschen. Du wirst ihnen einen unglaublich großen Gefallen tun und wirst ihnen sehr entgegenkommen. Erwarte keine Dankbarkeit. Diese wird nicht kommen. Es wird entweder kommen, gut, du hast verstanden. Genauso sollte das sein. Das ist normal, dass du solche Gefallen für mich tust. Oder es wird kommen, das reicht nicht aus. Sie werden beleidigt sein, dass du ihnen einen Gefallen getan hast, weil dieser Gefallen
nicht genug war. Es wird kommen. Nächstes Mal muss das aber besser sein. Ja, das hast du jetzt verstanden. Warum solltest du bei anderen Menschen, bei gemeinsamen Freunden zum Beispiel, wenn du wirklich merkst, ich leide extrem, nicht ehrlich sein? Sie haben Selbstschuld, dass sie so schlecht und bösartig mit dir umgehen. Es ist nicht deine Verantwortung, sein oder ihr Lügenkonstrukt aufrechtzuerhalten, dass Menschen im äußeren Umfeld weiterhin glauben können, dass diese Person super ist. Und diese emotionale Instabilität, die sie besitzen, benutzen sie und übertreiben sie. Sie geben dir das Gefühl, sie können nicht weiterleben, wenn andere Menschen jemals rausfinden würden, wie er eigentlich ist oder wie sie eigentlich ist. Das werden sie allgemein nicht wirklich direkt sagen, aber das Gefühl bekommt man. Sie benutzen unglaublich viel subtile Kommunikation. Die Worte, die sie benutzen, sind oft perfekt, manchmal sehr direkt schlecht, aber oft sind die Worte an sich super schön. Wenn man das aufschreiben würde und einmal vorlesen würde, ich liebe dich so sehr, du bist die Beste und so weiter, dann wird sich das toll anhören. Aber bei einer Kommunikation steckt so viel mehr dahinter. Da steckt dahinter das Timing, wann sagt man diesen Satz, die Betonung, die Geschichte, die ihr zusammen habt und die Bewegung, die Körpersprache. Und sie haben ein unglaublich großes Talent dafür, Worte zu sagen, die an sich sich gut anhören, aber es so auszusprechen, dass es einfach nur schädlich rüberkommt, dass es destruktiv ist, anstatt produktiv. Und sie machen das bewusst. Sie wissen ganz genau, was sie machen. Also es ist eine komische Mischung von bewusst und unbewusst, aber um das einmal zu klären und einmal bildlich darzustellen, sie wissen tiefgründig ganz genau, was sie machen. Oftmals. Insgesamt wissen sie nicht, wie schädlich und wie toxisch sie sind und handeln durchaus oft impulsiv schädlich und zerstörerisch. Tiefgründig wissen sie aber viele Sachen. Zum Beispiel, wenn sie dich beleidigen, indem sie aber dir so gesehen ein Kompliment vermitteln, damit sie dann später sagen können, warum regst du dich auf? Ich habe das gesagt, das war ein Kompliment und du stellst dich nur an. Du hast das Gefühl und weißt irgendwie selbst innerlich, dass das nicht so gemeint war, wie er das sagt. Du weißt irgendwie, dass er weiß. Du spürst das. Und er weiß, dass du weißt, dass er weiß. Aber er steht dazu und macht einfach weiter. Und das macht es auch so schwierig, weil sie so sehr in ihrer eigenen Fantasiewelt drin leben. Und sie werden da niemals rauskommen. Du kannst ihnen da nicht helfen. Das Beste, was du machen kannst, ist anzufangen, ehrlich zu sein. Wenn du auf Menschen triffst und sie dich fragen, sei ehrlich. Es wird nämlich nicht besser. Und wenn du anfängst auszusprechen bei anderen Menschen, wie schlecht es dir ging, wie sehr bösartig sie zum Teil waren, umso realer wird es für dich. Wenn man diese Sachen einfach einmal ausspricht, dann wird es real und umso bewusster wird dir dann, dass das nicht in Ordnung war und umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie wieder erfolgreich dich versuchen wird, mit reinzuziehen in seine narzisstischen Spielchen und umso wahrscheinlicher ist es, dass du dann diese Beziehung verarbeiten wirst. Den Effekt, bestimmte Sachen einfach nur auszusprechen, sollte man nicht unterschätzen. Das wird dir sehr, sehr gut tun und das wird ihn auch quälen. Wenn andere Menschen einmal wissen, wie diese Person ist, dann wird die narzisstische Person ganz schnell weg sein. Dann wird sie über alle Berge verschwunden sein, denn das ist einer ihrer größten Albträume, dass Menschen wissen, wie sie eigentlich sind, wie bösartig sie sind. Sie werden probieren, alles zu tun, dass du das nicht machst, dir Angst einjagen, sich grandios darstellen, ob sie nun verdeckt sind oder nicht. Tief im Inneren vermitteln sie eine Grandiosität. Und da kannst du auch wirklich vergleichen. Du stellst dich als diesen Kriegsherrscher dar, als diese perfekte Person. Von deinem Handeln her bist du eigentlich, ja, wie gesagt, sehr schwach eigentlich. Sie sind wirklich feige, muss man einfach sagen. Und sie sind sehr, wenn man mit diesem Begriff etwas anfangen kann, ehrenlos. Man kann die Sachen machen, die sie machen, aber die Menschen im nahen Umfeld werden einfach früher oder später keine Lust mehr auf sie haben. Zum Beispiel einfach nur einen anzulügen. Ja, kann man machen. Die Menschen, die deinen theoretischen Film gerade anschauen, glauben dir jetzt, dass du der Narzisst, du kannst nichts dafür. Die Menschen in der eigentlichen Realität, in deinem nahen Umfeld, wissen aber, dass du lügst und werden früher oder später keine Lust mehr auf dich haben. Dann werden sie natürlich anfangen, dich dazu zu zwingen, sie zu lieben. Und dann sind sie umso frustrierter, wenn das nicht funktioniert. Aber das ist ihr Problem. Sie müssten eine Therapie anfangen. Es ist nicht deine Verantwortung, dass es ihnen gut geht. Vor allem, wenn es ihnen nur gut gehen kann, mehr oder weniger gut gehen kann, wenn du darunter leidest. Es ist deine Verantwortung,
Dein eigenes Wohlsein aufzubauen und selbst glücklich zu werden, das ist deine Verantwortung. Und es ist die Verantwortung einer jeden anderen Person, auf ihr eigenes Wohlsein zu schauen. Du hast es verdient, ein glückliches Leben zu führen. Diese Worte können dir helfen, da auch wirklich rauszukommen. Du hast es verdient, und ich meine das wirklich ernst, du hast es verdient, ein glückliches Leben zu führen mit einem Partner, der dich liebt, genauso wie du bist. Ich bin der Leiter einer gemeinnützigen Organisation. Wir bieten dir die Möglichkeit, psychologische Gespräche zu führen, entweder mit mir über Narzissmus oder mit Bachelorpsychologen oder Psychologen über jegliche andere Probleme. Wir sind gemeinnützig, also können wir bei hoher Qualität der Gespräche die Kosten extrem reduzieren. Bei 40 oder 60 Euro, 60 Euro, wenn es spezifisch um Narzissmus geht, 40 bei jeglichen anderen Problemen, im Vergleich zu über 100 Euro für allgemeinpsychologische Beratung und locker 175 Euro für Beratung über Narzissmus, wobei viele Coaches sich da auch nicht wirklich auskennen, muss man sagen. Immer mal wieder hört man das Gerücht, dass nicht jede Person Narzissmus hat. Narzissmus ist eine Charaktereigenschaft. Schlimm ist es, wenn man sich immer narzisstisch verhält und das unglaublich in der Persönlichkeit verwurzelt ist. Da habe ich zum Beispiel ein Interview mit Dr. Rosalie Weigand gemacht. Falls sich das interessiert, gerne nochmal anschauen. Wenn du Interesse hast an Gesprächen, unsere Website ist unten verlinkt. Du kannst gerne auf unsere Website gehen, das Kontaktformular ausfüllen und wir werden uns so schnell wie möglich bei dir melden. Bei Gesprächen über Narzissmus können wir am nächsten Tag direkt ein Erstgespräch führen, ein kostenloses Erstgespräch führen, nachdem du dich eingetragen hast. Wenn du dich früh am Morgen einträgst, können wir direkt am gleichen Tag unser kostenloses Erstgespräch führen. Wenn dir das Video gefallen hat oder mein Kanal an sich gefällt, sehr gerne einmal das Video liken, abonnieren, teilen. Du würdest mir dadurch sehr viel helfen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.